Ich engagiere mich für Klimaschutz und Gleichstellung, weil wir immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Wir leben in einer Männerwelt, in der Frauen immer noch diskriminiert werden und schlechter situiert sind. Die Klimakrise ist wie eine Lupe, die alle anderen Krisen vergrößert. Und deswegen werden auch soziale Ungerechtigkeiten dadurch verschärft. Besonders Frauen im globalen Süden sind von der Klimakrise am stärksten betroffen. Ja, zunächst finde ich es tragisch, dass wir immer noch diskutieren müssen, ob wir Gleichstellung und Klimaschutz brauchen und darin investieren müssen und sich was ändern muss. Es gibt keine Alternative, würde ich einmal sagen. Also zunächst ist die Bauwirtschaft und der Gebäudesektor sind die größten Müll- und CO2-Produzenten global gesehen. Auf der anderen Seite ist diese bodenfressende Art der Siedlungsentwicklung, wie wir sie jetzt noch in ganz Österreich betreiben, wirkt sich aus auf das Mobilitätsverhalten, auf den sozialen Zusammenhalt, auf das Klima, auf die physische und psychische Gesundheit. Und das trifft vor allem Frauen. Und ich denke, dass Frauen hier bessere Entscheidungen oft fällen würden. Und deshalb haben Klimaschutz und Gleichstellung miteinander zu tun. In meinem Betrieb, im Wolkenbüro, ist Fairness, Transparenz und Selbstreflexion das Allerwichtigste. Es kann nur ein Miteinander geben in unserem Frauenpower-Büro, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen und wo wir uns auch immer wieder monatlich austauschen. Das ist mir ein Herzensprojekt und eine Herzensangelegenheit, damit wir wieder unser Motto von Frauen für Frauen sehr, sehr gut erfüllen können. Ich war in Klimaschutz. Das ist das Gleiche, oder? Yes, of course. Ja, da geht ja nur so, oder? Gleichwandeln, Klimaschutz ist eins. Exactly. Für mich bedeutet Gleichstellung, dass wir Frauen nicht nur die gleichen Rechte haben, sondern dass es auch umgesetzt wird. Besonderes Anliegen ist mir der Care-Bereich, weil ich glaube, das ist so eine Schlüsselposition, weil wir Menschen brauchen alle Fürsorge. Nicht nur wir Menschen brauchen Fürsorge, die Natur braucht Fürsorge, die Biodiversität braucht Fürsorge, die Tiere, der Boden vor allem. Als Biobäuerin ist mir das ein wichtiges Anliegen. Und diese Fürsorge kann nicht eine Hälfte der Bevölkerung versorgen, sondern es ist genauso ein Anliegen von Männern. Ich glaube, dass sich ganz viel ändert, wenn Männer diesen Weg und diesen Wandel auch beginnen zu gehen und das Erkenntnis kommt, dass es wichtig ist, es nicht auszulagern, sondern in die eigene Person, in das eigene Leben zu integrieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man klare Regeln aufstellt, die man gemeinsam mit dem Team oder mit den Mitarbeitern lebt. Und diese Regeln sollten dem Gedankengut entsprechen. Bei mir ist das ganz einfach. Das ist die biologisch-dynamische Landwirtschaft und der Nachhaltigkeitsgedanke. Mir ist bewusst, dass es nicht immer ganz einfach ist, die Ideen zu leben und die konsequent zu verfolgen. Das ist oft eine Herausforderung, aber sonst wäre es ja langweilig. Also die Bewusstseinsbildung, gerade für Frauen, ist mir sehr wichtig. Denn Frauen, die regional, saisonal und fair einkaufen, wissen, dass sie damit vielen Frauen und Familien in den Ländern des Südens helfen und sie unterstützen. Die Bewusstseinsbildung ist aber auch für die Frauen im Süden wichtig. Denn sie tragen zu einem Großteil zur Ernährung der Familie bei. Wenn sie ermächtigt sind, ihre Waren selbstständig zu verkaufen, dann bringt das nicht nur ihnen und ihren Familien, sondern der gesamten Gesellschaft etwas weiter. Ich sage noch mal was zum Klima. Zum Thema Klima und Gleichstellung setzen wir auf eine Küche, die vorwiegend vegetarisch ist. Das heißt, wir kochen kreativ und wir haben maximal zweimal die Woche Fleischprodukte. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass wir in einem Kreislauf denken und arbeiten. Das heißt, dass wir die Reste verwerten, dass wir zum Beispiel Too Good To Go verwenden, dass wir schauen, was gerade lokal auch wirklich da ist und das verwerten. Wir kaufen vorwiegend biologisch ein und lokal. Wir haben auch Kontakt zu den Produzentinnen und wir stellen somit sicher, dass unsere Kundinnen und auch unsere Mitarbeiterinnen ein hochwertiges Essen haben. Es ist eigentlich ganz typisch, dass diese Initiative von einer Frau ausgeht für so ein Projekt. Weil eine Frau das auch mit Emotion angeht, mit Emotion und einer Vision, aber auch im Hintergrund schon ein Gesamtkonzept da ist, das aber nicht nur von wirtschaftlichen Interessen
geprägt ist, sondern wo man sagt, ich will etwas umsetzen, wo Mensch was davon hat, Natur was davon hat, Lebewesen, also ein bisschen eine andere Betrachtung und dann schaue ich auf den wirtschaftlichen Erfolg. Bei Wohnwaggon sind die SDGs eigentlich seit der Gründung so Teil der DNA von unserer Firma. Maßnahmen zu setzen und unsere Entscheidungen darauf aufzubauen, was gut für die Umwelt und gut für uns alle ist, das begleitet uns schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass auch was Urweibliches ist, so nicht nur diesen Gewinn im Blick zu haben, sondern auch das Unternehmen als Teil von einem Ökosystem zu verstehen und mit Umsicht und viel Power dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen, die man im Unternehmensalltag trifft, aber auch auf positive Auswirkungen auf unsere Erde haben. Und da freuen wir uns, einen Beitrag zu leisten und schön, dass es auch so viele andere Frauen gibt, die mit ihren Unternehmen da voll in dem Thema drinnen sind. Ich leite eine Frauenfirma. Wir sind 7 Frauen und ich bin die 8. Und wir gehen miteinander um auf Augenhöhe. Hinter diesen Frauen stehen 21 Kinder. Man muss betonen, dass jegliche Investition in Frauen eine Investition in die gesamte Familie ist. Egal ob in Bildung, Fördermaßnahmen, Empowerment oder einfach die Partizipation an Gesprächen, an Entscheidungsstrukturen betrifft die gesamte Gesellschaft. Und deshalb ist es so wichtig, hier auch Frauen eine Chance zu geben und sie zu unterstützen und zu fördern. Und hier muss man in der Mobilität natürlich ganz wichtige Hebel setzen. Das ist ein sicherer Gehweg, ein sicherer Radweg, das sind barrierefreie Angebote ausarbeiten für Kinderwagen, für Rollstuhl etc. Es geht aber auch in der Mobilität ganz stark um flexible Shuttle-Services, Anrufsammeltaxis und ein stabiles Rückgrat an öffentlichen Verkehr. Und es geht nur gemeinsam, den Schritt in Richtung Gleichstellung und den Schritt in Richtung Klimawandel, das gehört zusammen und es geht nur mit der Bevölkerung. Ich finde, das ist einfach so wichtig, dass auch Techniker allgemeinbildende Themen wie Nachhaltigkeit, wie Klimaschutz und so weiter näher gebracht bekommen und die Rahmenbedingungen stimmen hier einfach und darum passt das hervorragend. Klimaschutz ist mir besonders wichtig. Ich bin selbst Bäuerin und ich sehe jeden Tag, wie sich das Klima verändert und was es für Auswirkungen hat, wenn sich das Klima verändert. Und aus diesem Grund habe ich extrem starke Motivation, mich in die Richtung einzusetzen und bin eigentlich sehr dankbar, dass ich was machen kann. Mit dem Herz dabei sein, nicht hohl werden. Es geht darum, aus Dingen zu lernen und da Freude dran zu haben. Dahingehend muss es Änderungen geben, dass auch die Teile der Bevölkerung, die eben nicht planerisch tätig sind oder nicht in so einem hohen Ausmaß bisher, dass eben auch Frauen für Frauen planen, weil ihre Wege anders sind, weil ihre Bedürfnisse anders sind und die nicht nur von Männern abgedeckt werden können oder geplant werden können. Mir ist es in der Frage der Gleichstellung besonders wichtig, dass wir andere Frauen dazu motivieren, auch gehört zu werden. Denn auch wenn Frauen meistens leiser sind oder leisere Stimmen haben, sind ihre Lösungsansätze wert, gehört zu werden. Und deshalb ermutigen wir als Frauen, die wir schon politisch tätig sind, gerne andere Frauen, sich auch in den Prozess einzubringen und mit uns gemeinsam neue Ideen und Wege zu entwickeln. Gleichstellung. Warum sollen wir das nur mit 50% der Mitarbeiter machen? Nein, auch die Mitarbeiterinnen gehören dazu. 100% Kraft für das wichtigste Ziel, die Energiewende voranzutreiben. Wie meine Kollegin auch schon gesagt hat, warum sollten wir auf 50% Potenzial verzichten und das auch noch freiwillig? Wir sehen einfach, wie viel Potenzial Männer und Frauen mitbringen und möchten dieses auch nutzen für unsere Ziele, für die Erreichung unserer Ziele. Warum ist dieses Projekt für uns so wichtig? In diesem Projekt werden zwei große Herausforderungen angesprochen. Das eine ist die Klimakrise und das zweite ist die Gender-Gleichstellung. Wir haben auch im Land Niederösterreich beim Klima- und Energieprogramm immer genau darauf geschaut, dass wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben. Da gibt es eine Projektleiterin und einen Projektleiter. Und da ist meine Erfahrung, da haben wir sensationelle Ergebnisse bekommen. Lösungen werden einfach tragfähiger. Und darum ist das Projekt für mich so toll. And now I'm looking for the Bahnhof, isn't it a dog and shame? Fix no amore. And I'm looking for the Bahnhof, isn't it a dog and shame? Fix no amore. Tis the Fjorn it was and the